B4.3. Zeigen Sie, dass für das Volumen der Pyramide ABDPN in Abhängigkeit von x gilt. Volumen ist minus 3,47x plus 49,5 Kubikzentimeter. Wir müssen das Volumen der Pyramide ABDPN in Abhängigkeit von x berechnen. Da hilft es nun natürlich zuerst mal, die Volumenformel nachzuschlagen. Wir haben eine Pyramide. Da auf Seite 10 finden wir auch die entsprechende Formel dazu. Hier haben wir sie. Da Pyramide, Volumenformel 1 Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Also halten wir schon mal fest, Volumen Pyramide ist 1 Drittel mal Grundfläche mal die Höhe. Als Grundfläche haben wir hier, wie das, für diese Pyramide ABDPN das Dreieck ABD. Wir haben also ein Dreieck als Grundfläche. Zusätzlich brauchen wir noch die Höhe davon, das ist die Strecke P1F1. Das müssen wir also alles berechnen. Wenn man jetzt erstmal auf die Grundfläche geht, Grundfläche, wie gesagt, ist ein Dreieck. Brauchen wir die Dreiecksfläche, die können wir natürlich auch in der Formelsammlung nachschlagen. Da haben wir gleichständig allgemein rechtwinkliges Dreieck. Wo ist da? Hier. Allgemeines Dreieck, da finden wir zwei Flächenformeln. 1/2 mal Grundseite mal Höhe und 1/2 mal Seite mal Sinus eingeschlossener Winkel. Das mit dem Sinus bringt uns jetzt gerade nicht viel, weil wir haben keinen eingeschlossenen Winkel. Aber 1/2 mal Grundseite mal Höhe bringt uns tatsächlich was für das Dreieck, für die Grundfläche. Nämlich, wenn ich jetzt hier die Strecke BD, als Grundseite nehme, habe ich automatisch die Strecke MA als Höhe drauf. Ja, hier liegt das Dreieck drin, die Strecke BD liegt ja senkrecht zur Strecke AC. Wir haben hier einen Verzerrungswinkel drin, aber im Original ist es nach wie vor eine Raute und bei der Raute stehen die, hier sieht man es, die Diagonalen senkrecht aufeinander. Also können wir für die Dreiecksformel 0,5 mal, ja, hier 0,5 mal Grundseite mal Höhe, 0,5 mal BD, die Strecke BD, mal die Strecke MA berechnen. 0,5 mal BD ist vorgegeben, kennen wir aus der Angabe mit 6 cm. Und MA ist die Hälfte von AC, wenn AC 11 cm waren, ist MA 5,5 cm. Das rechnen wir aus. 0,5 mal 6 sind 3, 3 mal 5,5 sind 16,5. Also hat die Grundfläche einen Flächeninhalt von 16,5 Quadratzentimetern. So, jetzt brauchen wir aber noch die Höhe. Die Höhe ist nichts anderes als die Strecke FP, also in unserem Fall Abhängigkeit von x, das heißt FNPN. So, wie kommen wir jetzt drauf? Sinnvoll ist es, einen Dreieck zu suchen, in dem die Strecke PNFN oder FNPN drin liegt. Gehen wir mal anhand der Zeichnung vor. Wir haben zwar P1F1, aber wir stellen uns vor, das wäre jetzt PNFN. Was da natürlich nicht mehr gilt, ich streiche es mal durch, diese 3 cm gelten nicht mehr, sondern das ist jetzt x hier oben. Ja, das ist abhängig von x, nämlich orange. Das ist jetzt x cm lang. Folglich gilt auch hier nicht mehr die 7,47 für diese Aufgabe, weil die galt nur für P1. Okay, diese Dinger wissen wir alle. Der Winkel gilt natürlich auch immer, den habe ich aber auch erst gar nicht eingetragen. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir suchen Dreiecke. PNFN brauchen wir. Wo liegt diese Strecke drin, diese PNFN? Ja, da fällt uns eigentlich sofort das Dreieck hier auf. FN, C und PN. Was kennen wir alles aus diesem Dreieck? Es ist rechtwinklig, weil PNFN ist die Höhe und steht deswegen senkrecht drauf. Wir kennen hier den Winkel mit, 39,29. Und wir kennen auch diese Strecke hier. Warum? Die komplette Strecke ist ja 14,21. Die hat sich nicht verändert. Aber hier oben haben wir noch ein x mit drin. Das wird davon abgezogen. Also hat die komplette Strecke 14,21 minus x. Damit ist sie sozusagen bekannt, weil wir rechnen in der Abhängigkeit von x. So, unten ist nichts mehr bekannt, weil ich weiß nicht, wie lang dieses Teilstück ist. Hier von f zu m. Dieses Teilstück ist unbekannt. Aber brauchen wir es überhaupt? Wir haben ein rechtwinkliges Dreieck, das heißt, es funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Pythagoras fällt raus,
weil ich habe diese Strecke nicht. Ich bräuchte zwei Strecken und die dritte ist gesucht. Ja, wenn diese Strecke gesucht ist und die liegt gegenüber von diesem Winkel hier, dann haben wir auf jeden Fall die Gegenkathete. Dann haben wir gerade festgestellt, die Seite gegenüber vom 90-Grad-Winkel, die Hypotenuse, ist uns auch bekannt mit 14,21 minus x. Jetzt müssen wir herausfinden, welcher von diesen Sätzen arbeitet mit Gegenkathete und Hypotenuse. Und ja, entweder ich gucke nochmal im Dreieck nach, da haben wir Sinussatz, hier Sinus, Cosinus oder Tangens. Und der mit Gegenkathete und Hypotenuse arbeitet, das ist der Sinus. Also, stellen wir auf. Sinus vom Winkel SCA ist gleich Gegenkathete, die gesuchte ja, FNPN, geteilt durch, und jetzt haben wir hier die CPN, ja, abhängig von x. Jawohl, setzen wir ein, was bekannt ist. Sinus von, der Winkel ist bekannt, 39,29, ist gleich, die FNPN ist nach wie vor gesucht, die brauchen wir als Höhe. Muss kurz auf meinen Stift wieder warten. Jetzt geht es weiter. FNPN. So, und unten CPN waren die 14,21 von CS minus X. Ja, das Teilstück, das hier oben abgezogen wird, die Abhängigkeit von X. So, das muss ich jetzt ein bisschen vereinfachen. Ich muss es nach FNPN auflösen. Nicht den Solver einsetzen, weil wir haben hier zwei Unbekannte drin. Einmal die FNPN, die ist unbekannt. Und hier unten habe ich noch ein extra x mit drin. Das kenne ich auch nicht. Wie schaffe ich es stattdessen? Ja, das unten drin, das steht ja im Nenner. Nenner, also Bruchstrich bedeutet nichts anderes als geteilt. Also kann ich das einfach auf die andere Seite rüber multiplizieren. Mal 14,21 minus x. So, dann war das im Prinzip hier zum Sinus rüber, 14,21 minus x mal Sinus von 39,29 ist gleich FNPN. So, und den Teil hier links, den kann ich noch ein bisschen vereinfachen. Ja, ich kann Sinus 39,29 ausrechnen und das entsprechend multiplizieren. Also 14,21 mal Sinus 39,29. Taschenrechner eingeben und dann kommt raus, ja, wo habe ich stehen? 9,00. Und dann noch minus x mal Sinus 39,29 ist minus 0,63 x ist gleich, ja, machen wir dann in Längeneinheiten dahinter. So ist gleich FNPN. Jawohl, damit haben wir hier den Flächeninhalt der Grundfläche. Hier haben wir die Höhe stehen und das müssen wir jetzt nur noch hier in diese Volumenformel einsetzen. Also daraus folgt, Volumen in der Pyramide in Abhängigkeit von x ist gleich ein Drittel mal Grundfläche, das waren die 16,5. So, mal die Höhe, also 9,00 minus 0,63x. So, und das muss man jetzt halt nochmal durchrechnen. Ein Drittel mal 16,5 mal 9. Ja, ich multipliziere diese drei Dinge durch. Und dann kommen raus 49,5. Und dann ein zweites Mal ein Drittel mal 16,5 mal minus 0,63. Und das sind minus 3,47x. In dem Fall Raumeinheiten. Ja, wir haben Kubikzentimeter können wir sogar angeben. Die Einheit ist ja fest. So, vergleichen wir schnell mit oben. Da müsste eigentlich dastehen. Minus 3,47x. Das passt. Und plus 49,5, das passt auch. Es ist halt nur verdreht rum. Aber es ist ein gleichwertig, also sind wir eigentlich fertig.